Nächster Versuch. Folgende Funktion, die könnte ich jetzt auch G nennen oder H, ich nenne sie wieder F, von einer Definitionsmenge nach den reellen Zahlen, und die Rechenvorschrift soll sein, x wird abgebildet auf x plus 1 durch x. Bestimmen Sie d maximal, wählen Sie d maximal, da ist nicht viel zu bestimmen, eine maximale Teilmenge unter oder gleich, ich nehme die Internationalschreibweise, unter oder gleich den reellen Zahlen. Bestimmen Sie die Definitionsmenge so, und was ist dann die Wertemenge? Vielleicht auch überlegen, wie die Kurve, der Graph dieser Funktion aussieht. Okay, beim Definitionsbereich natürlich dasselbe wie eben. Wir wählen d gleich die reellen Zahlen und die 0. Damit wir hier nicht durch 0 teilen, alles andere funktioniert. Das wäre der maximale Definitionsbereich unter den reellen Zahlen. Um das mal zu plotten, diese Kurve mal zu plotten, überlegen Sie sich Folgendes. Wie sieht x aus und wie sieht 1 durch x aus? X ist natürlich schlicht und ergreifend die Diagonale. So, y gleich x. Und 1 durch x, die Hyperbel. 1 durch x, die Normalhyperbel. Sowas, y gleich 1 durch x. Einfach nur Pi mal Daumen. Mir geht es jetzt nicht darum, aus der Zeichnung was abzulesen. Ich möchte nur die geometrischen Verhältnisse wissen. Die Verwandtschaftsverhältnisse sozusagen. Was ist die Situation im Prinzip? So wie ein U-Bahn-Plan. Dieser berüchtigte Londoner U-Bahn-Plan. Sie können keine Strecken ablesen, aber Sie wissen, welcher Zug von wo nach wo fährt. Genauso hier eine Skizze in dem Sinne. Wo sind wir da im Prinzip? Meine Funktion ist die Summe von der violetten und der grünen Funktion. X plus 1 durch x. Die Summe von der violetten und grünen. Wenn Sie sich überlegen, wenn Sie die beiden addieren, okay, wie sieht das aus prinzipiell? Stellen Sie fest, aha, hier violett und grün ist groß. Auf dieser Seite violett und grün ist so ungefähr bei dem violetten. Je weiter ich rausgehe, grüne Kurve nähert sich der 0. Je weiter ich rausgehe, ist das Ergebnis die violette Kurve. Ich male mal y ist gleich x plus 1 durch x. So. Und in der Mitte, da muss man ein bisschen gucken, den addieren, dann liegen wir da, nicht? Dieses auf sich selbst addieren, dann liegen wir da. Und dann wird das offensichtlich irgendwie so verbunden sein, wenn man es schafft. Und auf der Seite hier, minus so und so viel, minus so und so viel. Ich muss ja den und den addieren. Bin ich da ungefähr. Hier, dicht bei 0, minus ganz was Negatives, liegt hier auf dem Violetten. Und hier, dicht bei 0, minus diese Zahl da, ist weiter unten. Das wird wieder punktsymmetrisch werden. So wird das im Prinzip aussehen. Das heißt, wenn ich nach der Bildmenge suche, weiß ich, aha, hier sehr große positive Zahlen, kein Problem, kein Problem, kein Problem, aber hier ist irgendwo Feierabend mit der Bildmenge. Diese Zahlen kommen nirgendwo raus aus der roten Kurve und hier geht es dann wieder los. Das heißt, meine Bildmenge ist kein Intervall, sondern eine Vereinigungsmenge aus zwei Intervallen. Das weiß ich jetzt schon. Die Frage ist, auf welcher Höhe? Einige Leute haben hier cx gleich 1 eingesetzt. Ist das bei hier jetzt y2 oder liegt es ein Stück daneben? Das könnte auch ein Stück noch daneben liegen. Bestimmen Sie mal wirklich, wo hier der kleinste Wert ist. Zum Beispiel mit Ableitung, das ist eine Möglichkeit. Das ist vielleicht das, wo man am ehesten draufkommt. Versuchen Sie mit der Ableitung hier festzustellen, was der Wert hier in dem Minimum ist und hier, was das Maximum hier ist auf der linken Seite. Bestimmen Sie das mit der Ableitung. Das brauchen wir ja, um die Bildmenge angeben zu können. Ich sollte nochmal sagen, wie ich auf die rote Kurve komme. Ich nehme für ein gegebenes x, nehme ich das 1 durch x, für dieses x hier nehme ich das 1 durch x, ich nehme das x. Und dann bilde ich die Summe von den beiden, diese Strecke plus diese Strecke. Das heißt, diese kleine Strecke hier obendrauf, das ist dann die Summe. Diese beiden Strecken summieren, dann komme ich zu der roten Kurve. Die rote
ist, wenn Sie wollen, die Summe in Anführungszeichen der Violetten und der Grünen. Punkt für Punkt. Wo haben wir noch einen? Das hier, eine kleine negative Zahl, eine große negative Zahl. Diese beiden negativen Zahlen addieren, es wird noch etwas negativer. Ich lande auf der roten Kurve. So ist das gemeint mit der roten Kurve. So, zum Ableiten. Also meine Funktion ist x plus 1 durch x. Ich weiß, dass hier dieses lokale Minimum, da das lokale Maximum nur dann auftreten kann, wenn die Tangente horizontal ist. Hier habe ich eine horizontale Tangente, da habe ich eine horizontale Tangente. Also das klappt nur, wenn die Ableitung 0 ist. Das interessiert mich. Wo ist die, ich schreibe mal mit Ausrufezeichen, wo ist die Ableitung 0? Das sind die spannenden Stellen. Den hier ableiten, eine Summe ableiten, y gleich x hat immer die Steigung 1 plus 1 durch x merken sich hier am besten als x hoch minus 1, x hoch minus 1 ableiten, die minus 1 kommt nach vorne und x hoch minus 1 wird zu x hoch minus 2, die allgemeine Regel für Potenzen. So, 1 minus x hoch minus 2 soll 0 sein. Am geschicktesten ist auf beiden Seiten mal x² zu nehmen. Beide Seiten mal x², dann steht da 0 ist gleich x² minus 1. Warum darf ich das tun? Warum darf ich auf beiden Seiten mit x² multiplizieren? Was darf ich eigentlich dann nicht tun? Was könnte der Ärger sein, wenn ich auf beiden Seiten mit x² multipliziere? Theoretisch gäbe es ja noch den Ärger, was ist, wenn x gleich 0 ist und ich multipliziere auf beiden Seiten mit x². Aber x darf ja sowieso nicht gleich 0 sein. Thema erledigt. Es ist noch aus ganz anderen Gründen erledigt. Wenn x gleich 0 wäre, wäre hier das x hoch minus 2 sowieso schon kaputt. Schon da sieht man, dass es nicht gehen kann. Also hier überhaupt kein Problem, auf beiden Seiten mit x² zu multiplizieren. Schon sowieso kein Problem, weil ich hier einen Folgepfeil habe. Stellen Sie sich vor, Sie haben folgende Gleichung. 13 ist gleich 42. Das sieht nicht richtig wahr aus. Und jetzt multiplizieren Sie auf beiden Seiten mit 0. Dann steht da 0 ist gleich 0. Na hübsch, das ist wahr. Solange ich diesen Folgepfeil nur in die eine Richtung mache, ist das sowieso egal. Ich darf eine Gleichung auf beiden Seiten mit 0 multiplizieren, wenn ich nur was daraus folgere. Rückwärts ist das schwierig. Aus 0 gleich 0 kann ich nicht folgern, dass 13 gleich 42 ist. Aber solange ich nur vorwärts folgere, da darf ich auch mit 0 multiplizieren. Also aus ganz vielen Gründen gar kein Ärger hier, wenn ich auf beiden Seiten mit x² multipliziere. So, und das ist dann klar, x² ist gleich 1, also ist x gleich 1 oder x ist gleich minus 1. Nur an diesen beiden Stellen gibt es eine horizontale Tangente. Das war meine Bedingung. Wo ist die Tangente horizontal? Nur an diesen beiden Stellen. Also zwangsläufig muss das hier, dieses Minimum, was wir vorher schon geahnt haben, muss bei 1 liegen. Und dieses Maximum, lokale Maximum hier, hatten wir auch schon geahnt, muss tatsächlich bei minus 1 liegen und nicht knapp daneben. Das heißt, man weiß die Werte. 1 plus 1 durch 1, hier ist wirklich 2 und hier ist minus 2. Das heißt, der Bereich von minus 2 ist ausgespart. Zurück, das hier ist also das Intervall von minus unendlich bis minus 2. Einschließlich oder ausschließlich? Wunderbar, einschließlich, genau, der Punkt hier auf dem Maximum kommt ja noch dazu, der ist tatsächlich mit dabei, Vereinigungsmenge abgeschlossen bei der 2 bis unendlich, das andere Intervall, eine von unendlich vier Möglichkeiten ist anders zu schreiben, die Menge aller reellen Zahlen x, die unter minus 2 sind, einschließlich oder über 2 sind einschließlich. So könnte man es auch schreiben.